Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch zu Take 2 von der kleinen Miniserie über 40 MHz. Letztes Mal haben wir uns schon die ersten Gedanken gemacht, wie wir es schaffen, eine moderne Fernsteuerung mit einem alten 40 MHz Empfänger zu verbinden. Ich habe hier einen Scan-Empfänger, das muss natürlich nicht sein. Ich habe nur keine anderen 40 MHz Empfänger mehr, außer die Corona-Scan-Empfänger. Es geht natürlich mit jedem anderen auch, aber wir wollen mit unserer modernen Fernsteuerung, und es muss auch keine OpenTX oder EdgeTX Fernsteuerung sein. Wir wollen mit unserem modernen 2,4 GHz Sender oder LoRaWAN oder ExpressLRS, modernen Techniksender, wollen wir die alten Empfänger steuern. Das kann ja manchmal sehr sinnvoll sein. Haben wir letztes Mal darüber gesprochen. Ich erwähne nur noch die U-Boot-Fahrer. Die brauchen natürlich diese Low-Frequency-Technik, um eine Ausbreitung im Wasser überhaupt zu haben. Letztes Mal haben wir uns Folgendes angeguckt. Es ist ja sehr verlockend, hier in den JR-Modulschacht so einer Anlage einfach ein altes Modul hineinzustecken. Das passt saugenschraubend da hinein. Das gilt aber nur für die Physik, also nur für die physischen Maße. Bitte macht das nicht. Tut es einfach nicht. Und da liegt nicht diese Versuchung. Erstens funktioniert es nicht und zweitens könnt ihr euren Sender dabei nicht vollständig zerstören, aber er kann doch einen Defekt erleiden. Es ist also sinnlos. Ihr braucht eine Umbauanleitung, die hatte ich euch beim letzten Video verlinkt. Wenn ihr das umbaut, kommt so ein Ungetüm dabei heraus. Ich halte es nochmal hier auf die Anlage, damit ihr die Größenordnung seht. Und ich habe die Antenne ja noch nicht mal ausgezogen. Wenn ihr dann so einen schönen kleinen Sender wie die hier in der Hand haltet und ihr macht das dann da rein, also ihr seht schon selber, obwohl die Antenne nicht ausgezogen ist, dass das vielleicht möglich ist, aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Okay, zusätzlich gibt es natürlich auch noch Leute, die gar keine solche alten Sendemodule noch haben, die sie eventuell umbauen könnten. Und sie sind ja mittlerweile sehr teuer, sie werden also in Goldstaub aufgewogen. Deswegen ist die Nutzerzahl da wohl relativ klein. Was mehr von euch wahrscheinlich noch zu Hause haben werden, vielleicht fristet das ein schlechtes Dasein, vielleicht aber auch ein gutes Dasein, wie zum Beispiel hier die F14, die ich noch habe, dann stellt sich natürlich die Frage, können wir nicht unseren alten Sender für diesen Zweck reaktivieren? Und das ist jetzt auch so eine Geschichte, über die wir heute reden wollen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich schalte den Sender jetzt mal ein, beziehungsweise ich versorge ihn jetzt hier mit Spannung. So, das steckt hier oben aus. Und jetzt muss ich den Empfänger hier auch noch mal mit Spannung versorgen. Nicht, dass ich jetzt nochmal ein Problem hier kriege. So, jawohl, der leuchtet rot. Und ja, man kann das hier sehen. Der kleine Punkt, den ich da auf die Achse gemalt habe von dem Servo, der bewegt sich dann auch. Es ist wenig überraschend, dass das funktioniert. Ich schalte es gleich wieder aus. Nehme die Stromversorgung hier weg und dann gucken wir uns mal, was wir machen können. Ja, die Idee ist eigentlich einfach. Also, wir haben hier unseren modernen Sender. Stellvertretend schreibe ich da wieder hin 2,4 GHz. Das muss natürlich nicht sein, deswegen setze ich das wieder in Klammern. Und ein Stellvertreter ist zum Beispiel die RadioMaster TX16S. Ja, das kann natürlich auch was anders sein. Das kann eine X12S sein, das kann eine Jumper T12 sein. Irgendwas, es kann auch ein Nicht-OpenTX-Sender sein, eine FlySky FSI6S, der kleine, schöne, knubbelige Handsender. Die Idee ist jetzt, dass wir unseren alten 40 MHz-Sender benutzen. Also zum Beispiel die F14, um damit zu unserem 40 MHz Empfänger zu kommen. Also dieser Weg ist hier 40 MHz und dieser Weg, ja, wie machen wir diesen Weg? Gute Frage. Naja,
gucken wir uns mal die modernen Sender an, dann stellen wir fest, dass die, obwohl man das heutzutage eigentlich gar nicht mehr braucht, haben sie immer noch eine Lehrer-Schüler-Buchse, eine analoge Lehrer-Schüler-Buchse. Wenn man heutzutage Lehrer-Schüler-Betrieb macht, dann macht man das meistens digital. Also die beiden Sender, Lehrer- und Schülersender, die werden nicht mit einem Kabel miteinander verbunden, sondern sie werden irgendwie über Funk, gegebenenfalls sogar über Bluetooth miteinander gekoppelt. Das gilt natürlich auch für OpenTX, kann das auch. Meine alte F14, die hat aber gar keine Schülerbuchse. Also zumindest habe ich keine eingebaut, aber sie ist natürlich vorbereitet. Das kann jeder alte Sender. Das ist so alt wie die Fernsteuertechnik. Es war sogar früher viel wichtiger, eben ein Lehrer-Schüler-System zu haben, weil es da ja noch keine Flugsimulatoren gab. Deswegen war das so wichtig. Und auch bei der alten F14 haben wir hier eine Trainerbuchse. Die ist sogar richtig schön beschriftet. Und man sieht es kaum. Trainerbuchse. Und da haben wir 4 Pins. Das ist einmal Masse, Akkuspannung. Das ist dann Schülersignalausgang und Lehrersignaleingang. Also Lehrersignaleingang heißt, da kommt das Schülersignal hinein, und Schülersignalausgang heißt, da kommt das Schülersignal heraus. Das ist ganz praktisch, hier auch die Versorgungsspannung zu haben, aber Achtung, die Versorgungsspannung bei den alten Sendern liegt bei 12 Volt maximal. Das brauchen wir, um die Abstrahlungsleistung herzukriegen. Ich hatte nun so einen alten Stecker nicht. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein JST-SH würde ich mal schätzen, mit so einem komischen Pitch. Passte bei mir nichts drauf, hatte ich nicht in der Bastelkiste liegen. Deswegen habe ich einfach auf der anderen Seite das angelötet, habe mir also ein Kabel gemacht, wo ich jetzt habe Masse, schwarz, Akkuspannung. Achtung, das ist jetzt kein 5 Volt, sondern das ist die Akkuspannung, also 12 Volt. Und das Schülersignaleingang. Also eben habe ich gesagt Lehrereingang, ja, Lehrereingang. Da käme also ein Schülersignal käme hier an und wird dann von dem Sender abgestrahlt. Ja. Nun, wir wollen das natürlich nicht mit dem Kabel machen, wir wollen ja keine Stolperfalle auslegen, sondern die Idee ist einfach, dass man diesen alten Sender hier, dass man den nimmt, natürlich mit Antenne, ich habe die jetzt abgeschraubt, den stellt man irgendwo hin auf den Tisch, möglichst nah an den See, und man verbindet sich mit dieser Anlage mit dem alten Sender. Also man nimmt diesen hier, das ist sozusagen das Lehrersystem, das nimmt man, um seine Modelle zu steuern, zweckentfremdet dazu aber den alten Sender. Und ich glaube, die meisten von euch haben so etwas, wahrscheinlich mehr als so ein Graupner-Modul noch irgendwo rumliegen haben. Gut, mit einem Kabel will man das nicht machen, man will ja keine Stolperfalle auslegen, also brauchen wir was anderes. Ja, wir waren eben schon bei Graupner. Graupner hat bei seinen Empfängern etwas vorgesehen, dass wir nämlich hier bei dem GA12L ist es dann an dem Steckplatz 6. Da kriegen wir etwas heraus, also zumindest kann man das am Sender einstellen, was Graupner, naja, Graupner hat ja immer so seine besonderen Namen, nennt das Sumo, hat nichts mit einem Sumo-Ringer zu tun, heißt auf Deutsch Summ-Signal-Output, naja, Deutsch ist das auch nicht, Summ-Signal-Ausgang. Typischerweise heißt das aber sonst CPPM-Signal, manchmal auch einfach nur PPM-Signal. PPM steht für Puls-Pause-Modulation und CPPM, das C ist combined, also kombinierte Puls-Pause-Modulation. Damit will man sagen, genau wie mit dem Ausdruck Summenausgang, dass dann auf diesem einen Pin alle Informationen für alle Servos herauskommen. Deswegen Combined- oder Summenausgangssignal. Üblicherweise ist es ja so, dass wir bei der 40 MHz-Technik 8 Kanäle übertragen und diese 8 Kanäle kämen dann hier als analoges Sumo oder CPPM oder PPM-Signal hier raus. Das bedeutet alles technisch dasselbe, sind nur unterschiedliche Namen für ein und dieselbe Technik.
Verstehen kann das jeder. Ein bisschen Theorie muss bei mir ja immer sein. Das ist ganz einfach. Folgendes, wir haben da ein analoges Signal, es geht also um Spannungspegel. Ich zeichne das hier mal auf. Das ist die Zeitachse. Und dann haben wir hier Spannungspegel, also zum Beispiel von dem PPM-Signal schreibe ich mal hin, oder Sumo oder CPPM, ist wie gesagt alles das Gleiche. Und das passiert Folgendes, wir haben also einige Zeit, haben wir einen hohen Spannungspegel und dann geht das hier mal runter auf fast 0 Volt, so für 0,5 Millisekunden und dann kommt wieder eine Hochphase und dann geht es wieder runter, wieder für 0,5 Millisekunden und dann geht das hier 8 Mal so hin und her für alle 8 Kanäle. Das will ich jetzt nicht alles aufzeichnen, da mache ich einfach 3 Punkte und dann geht es hier ein letztes Mal runter, auch wieder für 0,5 Millisekunden, also diese Dauern sind immer 0,5 Millisekunden und dann bleibt es wieder eine ganze Zeit lang auf hohem Pegel. Typischerweise, früher war das üblich, haben wir hier 5 Volt und hier ist dann eben 0 Volt. So, was hat das jetzt mit den Servos zu tun? Naja, die Position des Servos ist einfach kodiert in diese Zeitspanne Delta T. Ja, wenn die klein ist, ist das Servo praktisch auf der einen Seite. Wenn die eine mittlere Zeitspanne hat, 1,5 Millisekunden, dann ist das Servo in der Mitte. Und wenn das fast 2 Millisekunden sind, dann schlägt das Servo zu der anderen Seite aus. Also hier haben wir dann diese Zeitspanne Delta T ist 1 bis 2 Millisekunden in etwa lang. Und das haben wir 8 Mal hintereinander. Und so kann der Empfänger dann anhand dieser Impulse das dekodieren. Ist eigentlich relativ einfach. Ja, ich denke, da kann sich jeder so ungefähr was vorstellen. So ein Signal müssen wir produzieren, denn das ist genau das Signal, was unser Sender hier an dem Lehrer-Schüler-Eingang erwartet von dem Schülersender. Und das wird dann hier über 40 MHz abgestrahlt. Wie gesagt, das geht über Kabel, aber es geht eben auch, indem wir so einen Empfänger benutzen. Den müssen wir dann im Sender umstellen, im Graupner-Menü, auf Ausgang Sumo. Wo hatte ich es hingeschrieben? Hier, Sumo. Oder welche etwas preiswerteren Empfänger das auch haben, das sind die FlySky. Da steht sogar PPM hier drauf bei dem Kanal 1. Wenn wir am Sender das dann einstellen, dass hier bitte schön PPM rauskommen soll, dann haben wir an Kanal 1 das CPPM-Signal. Alle anderen Ausgänge, Servoausgänge sind dann stumm. Nur hier kommt was raus und das könnten wir in der Tat in unseren Empfänger hier einbinden. Jetzt ist es natürlich so, auch die Versuchung ist natürlich groß. Jetzt haben wir das hier schon angelötet mit Masse, Versorgungsspannung und dem Eingang. Dann könnten wir das ja eigentlich hier einstecken, da wo es rauskommt. Das war hier vorne. Ist ja jetzt nicht angeschlossen. Nee, ist nicht angeschlossen, Gott sei Dank. Könnte man hier einstecken, kann den Empfänger hier reinlegen. Die Antenne kann man hier ruhig so ein bisschen hinknurpseln. Das ist ja keine große Reichweite erfordert und fertig wird die Geschichte. Aber, Achtung, 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 nicht machen. Warum nicht machen? Jetzt muss man genau lesen, was da drauf steht. Dieser Empfänger darf nur bis maximal 8,4 Volt versorgt werden. Hier haben wir aber maximal in dem alten Sender 12 Volt. Natürlich hat diese Elektronik irgendwo auch 5 Volt, zum Beispiel hier. Da könnte man das abnehmen. Die 5 Volt und könnte damit den Empfänger versorgen. Habe ich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht gemacht. Erstens, weil ich das hier praktisch eigentlich als Steckverbinder da machen wollte. Nun hatte ich diesen Steckverbinder nicht. Jetzt sieht es nicht mehr so hübsch aus, aber ich wollte nur an diesen einen Verbinder da dran gehen. Und zum Zweiten wollte ich das Ganze ein bisschen universeller haben.
Deswegen habe ich Folgendes gemacht. Man kann natürlich aus den 12 Volt ganz leicht 5 Volt machen oder 6 Volt, indem man einen Spannungsregler einsetzt. Und da habe ich mir eine kleine Platine gebaut. Hier ist ein Spannungsregler drauf. Hier kommt das von dem Stecker, stecke ich gleich ein, hier rein. Über den Spannungsregler wird der Empfänger versorgt und der Empfänger, das ist jetzt noch ein kleinerer Empfänger, der IA4B, auf Kanal 1 kommt das PPM-Signal raus und das geht dann hier über das Kabel in den Lehrersender hinein. Jetzt gibt es eine weitere Schwierigkeit und das ist nicht so eine große Schwierigkeit, aber ich wollte es dann ja auch ganz gut machen. Das sind die Spannungspegel hier, 5 Volt. Also die Elektronik in unserem alten Sender, die erwartet typischerweise hier einen Spannungshub, nennt man Amplitude, von 5 Volt. Die modernen Empfänger liefern aber diese Signale meistens mit der internen Spannung, mit dem der Microcontroller, der hier drin ist, versorgt wird, nämlich mit 3,3 Volt. Das funktioniert, ich habe es ausprobiert. Allerdings ist die Ansteuerung von dem HF-Teil hier in dem Sender nicht ganz so sauber. Deswegen mag es durchaus sinnvoll sein, da nochmal einen Umsetzer hinzumachen. Und das ist genau das, was ich hier auch noch raufgelötet habe. Ich werde euch in der Videobeschreibung noch ein Schaltbild zeichnen und das da verlinken. Das ist ein SMD-Bauteil. Es muss natürlich nicht kein SMD-Bauteil sein. Ich hatte nur ein SMD-Bauteil, weil ich normale Bauteile nicht mehr verbaue. Nur den Spannungsregler hatte ich gerade in dieser Form rumliegen. Man könnte natürlich auch ein normales, großes IC hier einsetzen. Und das ist ein IC, was sozusagen den Spannungspegel dann wieder auf 5 Volt anhebt. Dann haben wir noch einen Schalter, um diese Lehrer-Schüler-Verbindung einfach einzuschalten. Hier habe ich noch eine Kontroll-LED, ob der Lehrer aktiv ist, ja oder nein. Und ja, und dann noch ein anderes Gimmick. Gut, dann würde ich sagen, setze ich das mal wieder in Betrieb. Und zwar versorge ich jetzt erstmal hier den. Erstmal schließe ich das hier an, sonst gibt es noch ein Unglück. So, lege ich das hier mal so hin. Oh, die Antenne, die kann, hier ist der Schalter, da können wir dann nachher schalten. Der Empfänger ist jetzt aus. Man soll ja auch erst immer den Sender einschalten bei der alten Technik. Also schalten wir jetzt erstmal den Sender ein. Gut, und der Empfänger hier wird jetzt mit Strom versorgt. Man sieht ihn blinken, das liegt natürlich daran, dass ich die Radiomaster noch nicht eingeschaltet habe. Das will ich jetzt mal nachholen. Willkommen bei OpenTX. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert, warum er jetzt nicht angeht. Ach so, ja, das ist auch klar. Das falsche Modell ausgewählt. Das kann nicht funktionieren. Also eben gucken, müsste ich eigentlich hierhin. Auch nicht. Doch, jetzt ist er gebunden. Ja. So, jetzt schalte ich meinen Empfänger auch noch ein. Meinen 40 MHz Empfänger. So. Der läuft natürlich jetzt ganz normal hier nochmal im Lehrermodus. Man sieht es hier am Servo. Gut, und jetzt schalte ich einfach mal um. Dann leuchte ich hier die Kontroll-LED. Das tut es nicht mehr hier. Wir haben jetzt umgeschaltet. Und jetzt achte dann auf die Achse. Jetzt funktioniert das hier. Ja. Ja, also relativ simpel. Kleines Goodie dabei ist, dass man jetzt auch noch die, wenn hier ein Akku drin wäre, ich habe jetzt keinen drin, weil ich das über das Netzteil versorgt habe, dass man also auch hier die Akkuspannung überwacht. Man könnte beispielsweise so einen FlySky Spannungssensor noch hiermit anschließen. Das habe ich gemacht und dann kann man natürlich auch die Spannung
über Telemetrie überwachen. Also das sind jetzt hier bei mir 8, und sieht es jetzt schlecht, doch so einigermaßen kann man es erkennen, 8,4 Volt. Ich habe das Netzteil hier nicht hochgedreht. Ich kann mal ein bisschen mehr drauf geben, dann sieht man, ja, dass wir jetzt hier unsere 10, irgendwas Volt haben. Und damit lässt es sich dann also steuern. Okay, summa summarum habt ihr dann also hier eine Möglichkeit, einfach über den Einbau eines Empfängers, wie gesagt, das kann auch ein Graupner-Empfänger sein oder so ein kleiner FlySky-Empfänger, über das CPPM-Signal hier das Schülersignal einzugeben. Man kann dann hier umschalten. Und man könnte jetzt diesen Sender mit einem dicken Akku von mir aus einfach ans Ufer stellen. Und da muss man dann gar nicht mehr dran. Der steht da ganz alleine. Dann hat dieser Sender wieder seine Funktion und man verbindet sich hier mit diesem Sender mit dem alten Sender und der macht die Übertragung. Dieser Schalter ist natürlich hier für das Einschalten der Schülerfunktion nicht unbedingt nötig. Theoretisch könnte man das auch elektronisch machen über den Empfänger. Man könnte also diesen Sender einschalten vom Lehrer, in dem Fall ist es der Schülersender, Entschuldigung, von dem Schülersender aus, könnte man machen. Gibt jetzt die kleine Elektronik hier nicht her, aber machbar ist alles. Vorteil ist natürlich im Moment, ja, man hat hier diesen mechanischen Schalter, den kann man da irgendwo noch reinsetzen. Habe ich jetzt alles nicht gemacht, aus einem bestimmten Grund, weil es ja noch weitere Folgen gibt von dieser 40 MHz Miniserie und da gibt es auch noch andere Ideen, das umzusetzen. Okay, das war jetzt sehr lange. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten und beim nächsten Mal gibt es noch einen kleinen Nachtrag und ich verlinke euch oder ich zeichne euch erstmal ein Schaltbild von dieser Elektronik und dann gibt es auch noch einen Nachtrag, warum jetzt die Elektronik so aufgebaut ist, wie sie aufgebaut ist. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.